Hallo und wir sind zurück zu Tropico 4. 130 Einwohner schon fast und die sind alle sehr unzufrieden. Mal schauen, ob wir das noch irgendwie lösen können. Ich hoffe. So, da haben wir jetzt ein bisschen bessere Wohnungen. Sind zwar bei weitem noch nicht alle versorgt, aber ich hoffe, wir bekommen die Wohnqualität ein bisschen rauf. Umwelt und Freiheit. Der Respekt ist zumindest sehr gut. Immerhin. Ja, und sobald wir den Kaffee da ein bisschen angepflanzt haben, sollte man da auch gut was verdienen damit. Da geht es eh schon los. Ausgangslager 81. So, wohin läuft der? Man weiß es nicht genau. Mal schauen, vielleicht ein neues Feld anlegen. Ich hoffe mal. Okay. So, jetzt ist natürlich die Frage, wie planen wir bei der Stadt weiter, weil... Naja, das hier passt alles noch nicht so ganz. Inklusive fällt mir natürlich jetzt auf hier das Restaurant. Könnte auch ein bisschen eng werden. Oh, jetzt gibt es schon das erste Erdbeben, so wie es ausschaut. Oder Vulkanausbruch. Das ging ja schnell. So, lasst mich mal überlegen. Bekommen wir das schon irgendwie hin? Dass wir hier ein bisschen umbauen. Fuhrparkbüro. Also ich weiß, ich gebe jetzt zum Teil unnötiges Geld aus, aber ich möchte einfach vorbereitet sein, beziehungsweise wenn wir schon so eine Riesenstadt vorhaben zu bauen, gehört das meiner Meinung nach eben ein bisschen durchgeplant. Darum gebe ich jetzt anfangs zum Teil sicher mehr Geld aus, als wir ausgeben müssten. Wie gesagt, durchaus bekannt. Jetzt hier zum Beispiel Parkhaus und Fuhrparkbüro soll mal hier hin, damit die ganzen Rohstoffe von da oben von hier ausgeholt werden und wir schon mal den Weg durch die Stadt sparen. Das ist mal Schritt Nummer 1 und dann können wir hier anfangen abzureißen und umzubauen. Dann werden wir eventuell noch die Nahrungsproduktion gleich verlegen. Die Frage ist, wohin? Könnte man eigentlich für den Moment hier zum Hafen machen. Wäre eigentlich, glaube ich, nicht die schlechteste Idee. Und uns hier von denen ziemlich bald mal trennen. Brauchen wir halt noch einen Marktplatz, dürfen wir auch nicht vergessen. So, jetzt wird gleich mal der Vulkan ausbrechen. So, da wird jetzt der erste Kaffee exportiert. Mal schauen, wie schnell sich das niederschlägt in den Einnahmen. Ich hoffe schnell. Ja, Vulkan bricht aus. Wir sind natürlich nicht vorbereitet. Also keine Feuerwehr oder ähnliches. Damit müssen wir jetzt leider leben und hoffen, dass wir hier nicht zu sehr erwischt werden, weil ich glaube, das ist alles Vulkangebiet. Wir können sie mal anschauen. Gefahrenzone, Vulkan. Ja, also so ziemlich die ganze Insel bis auf den Rand hier. Okay, da brennt es eh schon. Da brennt es auch. Das war jetzt nicht ernst, dass hier alles brennt gerade. Da brennt gerade alles. Nur 8 Gebäude brennen. Ach so. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da brennt vermutlich auch noch eine Plantage. Nein. Was brennt noch? Ich sehe es gerade nicht. Okay, wie machen wir das jetzt? Was löschen wir? Wir löschen die Kirche und die Klinik. Viel mehr können wir uns eh nicht leisten. Der Rest muss leider abbrennen. Das ist mir auch egal, wenn hier die Farmen abbrennen. Insofern egal, also wenn wir eh verlegen wollten, haben wir natürlich Nahrungsmittelknappheit. Da werden wir entgegenwirken, indem wir einen Marktplatz bauen. Und zwar hierhin und hierhin und hierhin und hierhin. Da werden wir dann 4 bauen. Das Ganze schön verteilen und der darf auch in der Zwischenzeit importieren. Machen wir das so. Bauen Sie eine Zigarrenfabrik. Das nehme ich gerne an, weil das habe ich sowieso vor. So, also hier wird jetzt mal produziert. Das ist gut, das passt für mich. Das ist auch fertig. Dann reißen wir mal das Fuhrparkbüro ab. Trennen wir uns von der Straße. Dann haben wir hier das alles gleich schön herrichten, so wie wir es haben wollen.
Sollen wir das vielleicht auch noch löschen? Löschen wir das auch noch. Rest soll ruhig abbrennen für den Moment. Genau, das kommt alles weg, macht nichts. Soll sowieso woanders hin. Dann schauen wir mal, von der Straße her ungefähr zumindest ist das halbwegs symmetrisch. Ja, halbwegs ist der richtige Begriff, denke ich. So, das wird sich vermutlich noch nicht ausgehen. Doch, sehr schön. Aufstand der Rebellen, oder? Habe ich mich da jetzt verlesen? Oh, das Problem, das hatte ich auch schon mal. Dass hier die Straße, die restliche Straße so winzig war, dass sie kaum zum Erwischen war beim Abreißen. So, aber lässt sich zum Glück lösen. Ja, jetzt ist uns eigentlich nur noch das Parkhaus da im Weg. Das werden wir dann auch bald mal verlegen. So, keine Oberschule. So, könnte man das eigentlich auch noch, würde ich gerade sagen, löschen geht, aber nicht mehr, müssen wir es neu bauen. Geheimpolizei wollen wir keine. So, okay. So. Also jetzt haben wir mal ein bisschen Exporte. Das ist gut. An was fehlt uns noch? So, das Parkhaus, das löschen wir auch. An was fehlt uns? An Wohnungen. Definitiv an ja, Umweltfreiheit. Das Ganze können wir mal eher ignorieren für den Moment. Achso, das, Moment, bevor wir das neu bauen, bauen wir es gleich irgendwo hin, wo es vernünftig Platz hat, beziehungsweise können wir auch dann sehr bald was Besseres bauen. So, bauen wir das hier so in die Kurve vielleicht. Die Schule, eigentlich keine schlechte Idee. Wohin bauen wir denn die Schulbildungsgebäude? Vielleicht hier in ein eigenes Viertel. Falls man es eigenes Viertel nennen kann. Dann brauchen wir definitiv ein Ministerium. Das bauen wir hinter dem Palast. Auch mit so ein bisschen Respektabstand zur Straße. Okay. So, der Markt steht und importiert hoffentlich gleich mal. Dürfen wir nicht vergessen, wir brauchen eigene Nahrungsversorgung natürlich auch. Einmal Mais, einmal, was passt noch? Papayas. Und versorgen wir uns hier in der Zwischenzeit mit Nahrung. Wenn wir es schön streuen, machen wir noch einen Fischerhafen. Und eine Ranch. Ranch eignet sich hier nicht so gut. Dann nicht, sondern noch eine Farm. Haben wir leider kein Geld. Müssen wir noch kurz warten. Okay. USA-Exporte, Chemikalien, Kaffee. Das. Also warum habe ich eigentlich die Zigarrenfabrik angenommen? Falsch gedacht. Verteidigungsminister einstellen. Nehme ich auch mal an. Da haben wir ein paar Aufgaben zum Erledigen. Ja, Zigarrenfabrik können wir trotzdem kaufen. Da können wir auch passend importieren. Kein Problem. Okay, das steht mal. Was können wir schon machen? Auswärtiges Amt können wir besetzen. Verteidigungsministerium können wir natürlich besetzen. Ja. Bewerbungen nachzuurteilen, befindet sich Tropico offiziell in einem Bürgerkrieg. Da brennt es auch immer noch. Löschen wir das auch noch. Das war wohl das achte Gebäude, das ich nicht gefunden habe. So, die Hungersnot, die haben wir hoffentlich auch bald überwunden. Da wird, glaube ich, schon importiert. Genau. Okay, dann werden wir hier weiter umbauen. Und wir müssen definitiv unsere Leute ein bisschen mehr zufriedenstellen. Heißt, wir bauen mal, wir sagen mal für Strom. Ich nehme mal an, da oben schaut es besser aus. Genau, da haben wir 40 Megawatt. Dann stellen wir die Dinger auch hier auf. So, ich hoffe, der ganze Aufwand hier alles umzubauen, vorab schon, lohnt sich für später. So, bauen wir weitere Apartments. Schauen wir, dass wir sie halbwegs symmetrisch hinbekommen.
Ja, das geht noch. So, okay. Aber wo waren wir da genau? Windturbine. Okay, die Sachen sind auch nicht fertig. Fast ein bisschen dringender wie hier die Häuser. Ein Baubüro wäre natürlich auch gefragt, noch ein neues. Machen wir das, warum nicht? Das können wir hier zum Hafen bauen. So, dann gehen wir dem mal die höchste Priorität, stellen wir so um, Mittel, Mittel, Mittel. Und das gehen wir auf Niedrig. Genau, so. Starke Verschmutzung, naja, macht nichts. Jetzt haben wir die ganzen Exporte vermutlich eh schon hier. Oh, hier wird allerdings... Naja, warum sollte man im Moment... Ach, exportieren wir. Importieren wir ruhig mehr, warum nichts? Da ist jetzt 2000 und 2000 eingestellt, wird eh weniger importiert, als wie eingestellt ist. Heißt, wir haben da eh gute Überschüsse. Ja, finanziell schaut es jetzt mal im Moment nicht schlecht aus. Wenn wir jetzt noch die ganzen anderen Sachen fertig bekommen, die im Moment offen sind, bin ich ganz guter Dinge, dass wir die Lage hier gut in den Griff bekommen. Jetzt werden wir schauen, dass wir hier mit dem Strom runterkommen. Hoffe, das haut halbwegs hin. Es wird ein bisschen umständlich, bis wir mit dem Umspannwerk da unten sind. Naja, was soll's. Solarkraftwerk können wir noch keines bauen. Okay, so, ja, Wohnqualität ist das größte Problem für mich im Moment. Salz exportieren habe ich mal nicht vor. So, hier ist jetzt auch fertig gebaut. So, ich hoffe, wenn ich hier das abreiße, passt der Anschluss zum Baubüro noch. Dann können wir hier den Kreisverkehr schon so ein bisschen vorbereiten, andeuten, auch wenn er noch nicht ganz fertig ist. Das müssen wir dann auch noch irgendwann verlegen. Okay, Schule haben wir auch, da wird auch schon unterrichtet. Sehr gut. Da entstehen gerade die nächsten Wohnungen. Auch gut. Da bei den Plantagen wird auch mehr als fleißig angebaut. Dann wäre es, glaube ich, Zeit für die erste Fabrik. Das habe ich nicht übersehen, keine Sorge. Exportumsätze sind gut. Ja, okay, dann eine Konservenfabrik. Hier wird man entsprechend den Kaffee verarbeiten. Ja, starten wir mal mit einer Konservenfabrik. Ist okay. Bekomme ich die da noch unter irgendwo beim Hafen? So, wie schaut es denn aus mit den Gehältern? 57 Arbeitsbedingungen. Ja, das wird ganz schön hoch. Mehr wie hier. Die bekommen, ja, mal da ordentlich heraufgehen mit den Gehältern. So, noch ein Rebell und ein Krimineller, aber ich glaube, so langsam wird es besser. So, dann bauen wir weitere Wohnungen. Schauen wir, dass wir das da im Moment noch spiegeln. Wobei, die Frage ist, sollen wir das so genau spiegeln, dass wir hier jetzt auch Miethäuser bauen? Ich glaube nicht. Da werden wir schon gleich Apartments hinstellen. So, jetzt müssen wir gerade probieren. Was nehmen wir da für einen Baustil? Sollen wir da was anderes nehmen? Nehmen wir hier gelb, wenn ich mich nicht verschaut habe. Und schauen, ob da dazwischen... die Frage ist, wie schaut es am nettesten aus? Dass wir da doch eine Zeit lang stehen bleiben. Bekommen wir da dazwischen noch ein Parkhaus unter? Ja. Okay, sehr schön. Und dahinter dann gleich den Marktplatz. Perfekt. Und genau wieder drüben. So. So in etwa. Wenn es nicht 100% gespiegelt ist, ja, glaube ich, ganz okay. Stadtpark bauen. Das nehmen wir auch mal an. So, Wohnqualität, Unterhaltung, Umwelt. Ja, schaut eigentlich nicht schlecht aus.
Wem geben wir die Schuld? An was vor allem? Europas Medien beschuldigen den KGB, doch beschuldigen wir die EU. Von der UdSSR bekommen wir ja Geld. Das wollen wir uns jetzt im Moment nicht nehmen lassen. Bauholz exportieren habe ich eigentlich nicht vor. Präsident, Wahlen machen wir allerdings ohne Rede für den Moment. Wobei sicher der Wunsch auftritt, bin ich überzeugt, dass ich gelegentlich dann mit Rede das mache. Aber wie gesagt, soll ja bis jetzt noch ein bisschen Fun-Spiel sein. So, Konservenfabrik steht, dann werden wir gleich die Arbeitsbedingungen erhöhen, wollte ich gerade sagen, geht irgendwie leider nicht bei der Konservenfabrik. Da müssen wir hier individuell mehr zahlen, damit hier auch Leute arbeiten gehen. Und mal einen Blick auch werfen. 17 Arbeitslose, ja, da haben wir noch ein paar. So, Umspannwerk hier ist auch fertig. Dann Strom weiter verteilen. Ja, und zum Thema Industrie sind natürlich hier mir die Farmen wieder ein bisschen im Weg. Ich hätte sowieso vor, früher oder später nur mehr zu importieren. Wäre natürlich auch die Frage, ob man da oben nicht Fabriken bauen. Aber weil ich gerade da oben schon bin, warum nicht eine neue Plantage? Haben wir da irgendwas, was halbwegs gut geht, außer Kaffee? Naja, bleiben wir bei Kaffee. Jetzt haben wir natürlich eine Menge im Lager und niemand, der hier arbeitet, aber das sollte nach und nach kommen. Falcon Action, Geiselkrise kann jedes Jahr auftreten. Sagt mir jetzt ehrlich gesagt nichts. Okay, das werden wir jetzt auch verlegen. Und wohin ist die Frage? Ich glaube, passend wäre Hafen. Irgendwie in die Nähe des Hafens. Da muss allerdings jetzt auch ein Parkhaus hin. Das bauen wir für den Moment. Wo bauen wir den Parkhaus hin? Da sollte eigentlich eins hin, rein von der Logik her. Und da, wenn wir danach eins hinbauen, sollte eventuell genügen. Naja, Parkhäuser kann man nie genug haben, bauen wir da auch noch eins hin. So. Was haben wir hier? Bürger mit dem wenigsten Ansehen verhaften. Nein, danke. Botschafter Crane, unsere Zuhörer sind so gespannt auf Ihre nächste Antwort. Was ist Ihr Lieblingstier? Nun, Miss Flowers, als ich das erste Mal Ihre Insel besuchte, hat mich die Schönheit der Lamas überaus beeindruckt. Sie erinnern mich an meine Mutter. Oh, Lamas. Ich hasse Lamas. Sie sind schlecht erzogen und spucken. Genau wie Mama. Ja, finde ich immer wieder witzig. So, wir nähern uns hier mit unserem Strom. Wobei ich mich schon gar nicht mehr erinnern kann. Doch, jetzt kann ich mich wieder erinnern, was ich hier Strom haben wollte in der Stadt. Wo bauen wir denn das Umspannwerk, dass es nicht so auffällt, da irgendwo in den Innenhof. Ich wollte nämlich für bessere Unterhaltung sorgen und wir könnten auch gleich hier die Wohnqualität ein bisschen erhöhen. Zu wenig Generäle ist notiert. Hier für den Moment auch. Dahin kommen wir noch nicht. Ja, Religionsqualität, die sinkt jetzt. So, Wahl haben wir gewonnen. Weil, naja, erst einmal fehlt uns hier der passende Arbeiter. Und zweitens haben wir mittlerweile so viele Leute, dass es fast schon eine Kathedrale verdienen wird. So, da zahlen wir auch ein bisschen mehr. Denn im Hafen geht es dann zwar sehr gut, aber die sind eh wichtig. Bauen sie eine Mine. Genosse. Ja, warum nicht? Bauen wir eine Mine. Die Frage ist, was für eine Mine? Warum eigentlich nicht eine Goldmine? Haben wir zwar nur einen passenden Platz, aber... Unsere Lastwagen sind in einem ausgezeichneten... So, schaffe ich das da irgendwie da so halbwegs dem... der Straße oder dem Vorort den angedeuteten Weg nachzubauen. So. Dann haben wir da eine Goldmine. Hat auch einen gewissen Hintergrund, dass ich das mache.
Die Frage ist, sollen wir vielleicht gleich hier noch einen Hafen bauen? Meine Frage ist, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht, wenn ich jetzt Betriebe baue, die importieren die dann wirklich vom am nähest gelegenen Hafen oder wird das auch durch die Gegend gekarrt? Das ist eine gute Frage. So, schlechtes Gesundheitswesen. Ja, jetzt mit der Nahrung tut es eigentlich kein Problem mehr geben, meiner Meinung nach. So, Umspannwerk steht, dann legen wir endlich bei der Unterhaltung ein bisschen nach und bauen meine Lieblingsunterhaltung, das Kino. Jetzt nicht, weil ich selber gerne Kino gehe, sondern weil ich es einfach gerne bei Tropico baue. So, und dann bauen wir noch ein paar Wohnungen. Hier und hier. Ist das halbwegs... Wenn wir das Ganze immer spiegeln. Na, ist nicht ganz gespiegelt. Aber ist, glaube ich, noch okay. Rebellenangriff. Gut, 5 gegen 3, das geht noch. Das sollte man hoffentlich schaffen. Gelegentlich müssen wir natürlich für besseres Militär sorgen. So, der Umwelt geht auch nicht besonders gut. Da könnte man auch schon was machen. So, falsch natürlich. Na gut, das war schon bei der... Doch, Mülldeponie. So, wo schaut's denn am schlechtesten aus? Da oben bräuchte man fast eine, hier bräuchte man eine und in der Stadt. Ja, fangen wir mal bei den Plantagen an. Schauen wir mal, ob die das mit abdecken kann. Ich hoffe mal. So, bei der Plantage ist der Rebellenangriff... Ja, ich verlasse mich einfach mal drauf, dass wir das jetzt gewinnen. Und dann werden wir schauen, per Amnestie, ob wir ein paar Rebellen ins normale Leben zurückführen können. Und wir sind gleich mal über 50%. Ich hoffe, unseren Einnahmen geht es auch noch gut. Bessere Gesundheit, ja. Da müssen wir jetzt auf jeden Fall nachlegen. Die Klinik jetzt abreißen und was Neues bauen, sicher nicht die beste Idee. Dann werden wir lieber dazu bauen. Und in dem Fall natürlich ein Krankenhaus. Machen wir einfach mal da hinten ran. Den ganzen Bereich, den werden wir dann sicher mal umbauen müssen. Beziehungsweise sowieso das Ganze mehrfach bauen. Also ich hätte da hier vor, hier noch so ein Gebiet zu bauen. Eventuell hier. Müssen wir eben schauen, wie sich das Ganze ausgeht. So, ja. Umwelt, okay. Sind wir dran. Vergrößern Sie die Armee. Gleich 5 weitere, ich weiß nicht. Und was exportieren wir nach China? Der mächtige chinesische Drache hungert nach ihren Produkten. Autos und so weiter. Ah, da fällt mir natürlich ein, wir könnten, glaube ich, schon längst bessere Fabriken bauen. Die Zementfabrik. Oh Gott, ich habe die Zementfabrik vergessen. Vor lauter DLC-Verweigerung. Ich glaube, die würde sich hier irgendwie gut machen. Vom Gefühl her. DLC-Verweigerung. Habe ich die Zementfabrik vergessen. Wenn wir schon gerade dabei sind, bauen wir noch eine Schmuckfabrik. Und da werden wir Import zulassen. Präsident. Ja, kein Problem. Da sollte man gleich mal was exportieren. Falls jetzt da kommt noch ein Arbeiter. Sehr gut. Okay. Ja, da wird gerade gekämpft. Ich hoffe, das geht sich noch aus. So, die Klinik ist, das Krankenhaus, so, ist in Arbeit. Da werden wir eine Kathedrale bald brauchen. Die Wohnsituation sollte sich jetzt auch verbessern. Hier müssen wir auch schauen, wo wir Upgrades kaufen können. Okay. 25 Arbeitslose und 30 Obdachlose. Heißt, da müssen wir noch ein bisschen was tun.
Okay, Krankenhaus ist fertig. Ja, da müssen wir parallel zur Oberschule natürlich jetzt auch eine Hochschule mal bauen. Die können wir hier hin machen. So schön in den Dschungel rein. So, nicht vergessen, dass das hier alles noch fertig werden sollte. Hey, Präsidente verwundet. Ein Dafür haben wir die Rebellen abgewehrt. Liebe und Frieden, Präsidente. Gut, dass noch keine Straße zu diesem... Die Meldung bekomme ich auch manchmal, obwohl es dann doch eine Straße gibt. Glaube ich halt, hoffe ich halt. Ja, schaut irgendwie doch nicht ganz angeschlossen aus. Jetzt aber. Gut, dass die Sunny uns darauf hinweist, lustigerweise gerade, wo wir eine Mine bauen, wo sie eigentlich eher dagegen sein sollte. Okay, gut. Dann ist wieder Zeit für eine Pause. Eine Folge nehme ich noch auf. Und dann nach der dritten sind wir endlich so weit, dass ihr ein bisschen mitbestimmen dürft. Bauen sie eine neue Kirche? Naja, brauchen wir es glaube ich gerade nicht. Ja, wie auch immer. Also eine gibt es noch und dann nach der dritten warte ich auf eure Kommentare. Und dann dürft ihr gerne ein bisschen mitreden, wie wir hier weitermachen sollen. Ich bin im Moment gar nicht so unzufrieden. Noch ein paar Werte ausbessern, dann kommen hoffentlich auch mehr Einwohner, gut vorbereitet sind wir, glaube ich, auch von Infrastruktur her. Und da oben haben wir noch eine Menge Platz für Plantagen. Da werden wir noch einige errichten. Aber ich glaube, das bekommen wir hin. Dann wünsche ich alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, vielen Dank und Baba.